Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing für euch und zwar ist die aktuelle Pink Box für den Monat Januar bei mir angekommen. Was mir als erstes auffällt, der Karton, der ist viel höher wie sonst. Also ich glaube, das ist dieses Jahr vielleicht neu. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die bei mir angekommen und die möchte ich jetzt mit euch gemeinsam in diesem Video auspacken. Also wenn ihr wissen wollt, was in der Pink Box für den Monat Januar drin ist, dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Also die Pink Box, ein paar Fakten dazu, die kostet 14,95 €. Ich habe die im flexiblen Abo, das heißt, ich kann sie jederzeit kündigen. Sie kommt Monat für Monat und ich bezahle sie auch jeden Monat selber. Ich liebe die Pink Box einfach, weil die immer abwechslungsreich ist. Da sind manchmal gute Monate, manchmal auch schlechtere Monate, aber an sich überrascht die mich eigentlich immer wieder und ich finde den Inhalt meistens sehr, sehr gut. Der Wert der Box liegt meistens so bei 30, 40 oder auch mal 50 €. Das ist ganz unterschiedlich. So, und das ist der erste Blick in die Pink Box. Und ich bin schon komplett überrascht. Seht mal, was hier drauf liegt. Und zwar liegt hier was von Uselift drauf. Die Marke kenne ich von Asam Beauty. Und da bin ich super, super überrascht jetzt drüber, dass da noch was extra so nebenbei liegt. Vor allen Dingen so ein cooles Produkt. Das hatte ich schon öfters in meinen Asam Wundertüten drin. Das ist ein Uselift Experiment. Lifting Gel und gleich 3 Stück. Das soll in 2 Minuten optisch weniger Falten zaubern. Das funktioniert auch aber nur für den Tag der Anwendung. Also das ist das erste Produkt, was jetzt hier drin war und die Box an sich liegt da drin. Also ich werde euch auch die Preise dazu hier unten einblenden. Ich glaube, das hier ist gar nicht mal so günstig. Als nächstes habe ich hier die Pink Box. Das ist das Originaldesign quasi. So sieht die regulär aus, wenn jetzt nicht irgendein besonderes Thema ist. Also die ist einfach pink, so wie der Name schon sagt, Pink Box. Und nebenbei lag noch eine Zeitschrift, also das ist auch immer unterschiedlich. Diesmal war hier die Zeitschrift Guido mit bei. Die habe ich noch nie gehabt und ja, da bin ich mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal reinschauen. Die kostet in Deutschland 3,90 €. Also die rechne ich auch in den Preis mit rein und ja, mal schauen. Wenn man die Pink Box dann einmal geöffnet hat, sieht das Ganze so aus. Und zwar hat man hier auch Seidenpapier mit einem Schleifchen und einen Aufkleber. Unten drunter liegt das Produktheft und da steht dann auch das Thema für diesen Monat drauf. Ich werde das jetzt mal öffnen. Das ist ein das Thema für den Monat Januar und zwar Ready, Set, Go heißt das Thema und in diesem Heftchen befinden sich die Produkte, die werden nochmal aufgeführt mit den dazugehörigen Preisen und ich finde das eigentlich immer ganz cool. Ja, das ist so ein guter Start ins neue Jahr, würde ich sagen und das erste Produkt, was hier drin liegt, das fällt mir auch schon direkt in die Hände und daher ist die Box auch so schwer. Wir haben hier was zu trinken drin und zwar Landpark Bioquelle, sanfter Apfel, ein Bio-Erfrischungsgetränk ohne Kohlensäure. Also das wird so ein Apfelsaft sein, vermute ich mal. Genau, also ganz normal, ohne Kohlensäure und das ist aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Auch die Verpackung finde ich richtig nice und einen Apfelsaft kann man immer gebrauchen. Also ich trinke das ganz gern mit Wasser verdünnt. Ja, von daher finde ich das gut. Das nächste Produkt aus dieser Box ist einmal dieses Set hier. Und zwar ist das ein Color Correcting Make-up Eier Set von Evelyn. Das sind so 3 Make-up Eier, die recht klein sind, abgeflacht, abgeschrägt und ein normales und die sollen für Color Correcting sein. Finde ich gut, weil dafür kann man die sehr gut verwenden oder man nimmt die für unters Auge, um seinen Concealer einzuarbeiten. Also die Eier kann man immer gebrauchen, wenn man sich schminkt. Ich finde es gut. Hier steht auch nochmal drauf, wie man das macht mit dem Color Correcting und von Evelyn die Sachen mag ich eh sehr gern. Von daher für mich ein sehr gutes Produkt, wo ich mich auch echt drüber freue. Die sehen so aus. Dann habe ich hier ein Produkt gerade rausgeholt und zwar Beauty to Go Cost steht hier drauf. Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Das ist ein Stift und hier ist irgendwas drin. Also ich muss mir das Heftchen dazu nehmen und muss schauen, was das ist. Ah ja, okay, also das ist ein Eye Color und Eye Color Reveal. Ein Lidschattenstift von GoCos. Eye Color ist quick and easy, präzise und passt in jede Handtasche. Die Farbe befindet sich in der Kappe. Einfach aufdrehen und auftragen. Der weiche Applikator nimmt bei jedem Verschließen der Kappe eine genau dosierte Menge der cremepudrigen Lidschattens auf und ist der clevere kleine Schminkstift einsatzbereit. Ganz ohne Bröseln und ohne umständliches Applizieren. Okay, das hört sich richtig interessant an. So sieht das einmal aus und hier oben ist, glaube ich, die Farbe drin, so wie das aussieht. Also das testen wir gerade mal aus. Schaut mal, so sieht das Ganze aus und hier dreht man das dann ab und da ist dann die Farbe auf dem Applikator drauf.
Seht ihr das? Und das kann man sich dann aufs Lid quasi tupfen. Das muss ich jetzt direkt mal hier auf meiner Hand ausprobieren. Ah ja, okay, das kommt tatsächlich so ganz gut ab mit dem Applikator. Das funktioniert tatsächlich gut. Nicht schlecht. Also hier bin ich gerade begeistert von. Das finde ich richtig gut. Und es kommt auch wirklich Farbe ab. Ah, oh, nicht schlecht. Also ich habe jetzt hier so ein schönes Perlmuttfarben. Sieht einmal so aus. Also das ist jetzt so ein schönes, helles Perlmutt. Und hier habe ich noch eine zweite Farbe, aber wenn ich das jetzt, ich will es mal gerade austesten, ich stecke es jetzt auch mal gerade hier rein. Das ist einmal die zweite Farbe, das ist so ein ganz leichtes Champagner, das ist eher wie so ein Highlighter und das hier ist halt das helle. Ja, die beiden Farben sind das. Ich finde das eigentlich ganz praktisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mir das jetzt gerade vorgestellt, ich finde das super, super gut dafür, und zwar für den Augeninnenwinkel das zu benutzen, weil das ist so ein richtig schöner kleiner Schwamm und da kommt genau so die Menge raus, die ich jetzt benutzen würde, um das in meinen Augeninnenwinkel zu geben. Das finde ich richtig praktisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das landet ab sofort in meinem Schminkkörbchen. Das werde ich wahrscheinlich sehr oft verwenden. Ich finde die Idee gut. Ja, hier unten ist halt so ein bisschen Lidschatten drin. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze halten wird, aber ich finde die Idee und ja, das Produkt sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ich bin echt überrascht davon. Dann ist hier als nächstes so ein Päckchen drin und ich dachte gerade, es wäre eine Tuchmaske. Aber das ist ein Stress Relieving Refresh Your Day Beautiful Lip and Eye Remover Pad. Also ein langes Wort. Das ist, um das Make-up abzunehmen. Also wahrscheinlich so ein Einmalprodukt. Ich glaube, hier sind mehrere drin. Ich will mir das auch gerade mal angucken hier im Heftchen. Hier steht drin, diese Reinigungspads entfernen mühelos hartnäckiges Augen- und Lippen-Make-up in nur einem Schritt. Sie enthalten Extrakte aus Tomaten, Bananen, Karotten sowie sauerstoffreiches Wasser, welche die Haut klären. Natürliche Pflanzenöle wie Aprikosenkernöl, Jojoba-Kernöl und Olivenöl machen die Haut geschmeidig. Das hört sich richtig gut an. Und hier sind anscheinend 10 Pads drin. Das ist von Ariul. Habe ich noch nie gehört. Ich glaube, das Ganze kommt aus Korea. Genau, das ist koreanisch. Da freue ich mich riesig drüber, sowas auszuprobieren. Ja, da sind 10 Pads drin. Ich lasse die aber jetzt mal zu. Also die sind hier oben so zugeschweißt. An sich, ich glaube, das ist richtig cool. Ich werde es auf jeden Fall mal austesten und ihr werdet das dann in einem Aufgebraucht-Video mal erfahren. Dann das letzte Produkt aus der Pink Box. Das ist auch richtig interessant. Und zwar haben wir hier was von By Wish Trend. Ich muss gerade schauen. Das ist ein Mandelic Acid 5% Skin Prep Water 30 ml. Das ist ein mit Mandelsäure formuliertes Peelingwasser, das sanft auf die Hautoberfläche einwirkt. Okay. Nach der Reinigung auf ein Wattepad auftragen und die Haut nach außen abwischen. Das hört sich super spannend an. Das sieht auch aus, als wäre es. Genau, es ist auch koreanisch. Also, wir haben hier noch ein koreanisches Produkt drin. Ja, richtig cool, diese beiden Produkte. Und allgemein überrascht mich die Box jetzt total. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich will auch noch mal hier ins Heft gucken. Okay, das ist von Love My Cosmetics. Der sanfte Exfoliator enthält 5% Mandelsäure und ist dadurch viel sanfter zur Haut als AHA-Peelings. Panthenol, Cantella, Asiatica-Extrakt und Beta-Glucan versorgen die Haut mit Feuchtigkeit und verbessern das Hautbild sichtbar durch die Beseitigung von Unreinheiten und Hautschüppchen. Super, super spannend. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Also das ist auch nochmal alles hier aufgeführt. Kostet 10 Euro. Preise, wie gesagt, blende ich euch ein. Ich bin super überrascht über diese Box. Gefällt mir richtig gut. Ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Also wir haben einmal diese Säure hier fürs Gesicht. Dann haben wir die koreanischen Abschminkpads, die 10 Stück. Finde ich auch richtig gut. Wir haben hier einen Apfelsaft zum Trinken. Auch genau mein Ding. Also ich probiere gern sowas neu aus. So, dann haben wir als nächstes die Ebelin, die Eier, die Make-up-Eier. Finde ich auch praktisch, muss ich sagen. Kann man immer gebrauchen, gerade um vielleicht was einzuarbeiten in die Haut oder so oder für Concealer. Also vielseitig einsetzbar. Dann haben wir diesen außergewöhnlichen, innovativen Lidschattenstift. Den finde ich auch richtig gut und man hat auch zwei Farben dabei. Und das Refill habe ich eben geguckt. Das ist ja so ein Nachfüller. Also der kostet, glaube ich, auch allein schon 6,90 Euro und der Stift an sich 12,90 Euro. Also ich glaube, die Box hat einen sehr guten Wert.
Und dann haben wir noch, was am Anfang dabei war, einmal dieses Use Lift hier dabei. Das ist das Express Lifting Gel und ja, ich finde die Box richtig gut. Also ich muss sagen, und die Zeitung ist noch dabei. Die ist sehr, sehr gut gefüllt und ich werde euch jetzt natürlich den Gesamtwert noch ausrechnen und werde euch den hier oben einblenden. Ich denke aber mal so über den Daumen gepeilt, jetzt ich habe es noch nicht zusammengerechnet, aber dass das ein guter Wert sein wird. Und ich muss sagen, dafür startet das Jahr mit der Pinkbox für mich richtig toll. Also mir gefällt und ich bin froh, dass ich die Pinkbox im Abo habe, weil, wie ich eben schon gesagt habe, am Anfang, sie überrascht mich einfach immer. Und das ist genau so ein Ding. Es sind jetzt Produkte drin, die ich alle noch nicht kenne, außer das hier. Und ja, die ich jetzt durchprobieren kann, austesten kann. Vor allen Dingen ist interessant diese koreanische Säure hier. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, erstmal an der Hautstelle. Ja, vielleicht hier neben oder so, mal schauen. Ich werde es euch dann berichten. Ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr den Inhalt findet. Ich finde den richtig, richtig gut. Ich werde euch auf jeden Fall unten einen Link in die Infobox reinsetzen. Da kommt ihr direkt auf die Seite von der Pinkbox. Die haben auch immer mal gute Angebote oder so. Und an sich kostet die halt 15 Euro im Monat, was ich okay finde. Also ich finde den Preis wirklich angemessen. Man hat ja immer genug Produkte drin. Ich freue mich auf jeden Fall und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, das ist komplett kostenfrei. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.